Ja, hallo. Test, Hallo. Test, geht das alles? Hallo, Herr Drachma. Hallo, Herr Toto. Hallo Internet. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ich hoffe, ihr hört den Drachma und ich hoffe, man hört auch den Ingame-Sound, den ich gleich aktivieren werde. Dann müssen wir noch die Lautstärke einstellen. Es ist was passiert. Nur Scheiß natürlich. Und ja, ich versuche gerade damit klarzukommen. Eventuell gibt es heute Soundprobleme, möchte ich gleich mal anmerken. Eventuell. So, Lautstärke-Mixer, den könnte man da mal so, den brauche ich heute aus Gründen. So, ich mache meinen Spielsound an. Ich höre was, okay. Es ist sehr laut. Wow, mega laut. Ist das zu laut? Ich glaube, das ist okay. Aber ich höre es irgendwie lauter als. Ach, das ist doch. Das ist doch so. Optionen kurz mal. Musiklautstärke, Stimmlautstärke. Ja, wird schon, ne? Also, wir versuchen heute Age of Empires 2 die Definitive Edition zu spielen. Ganz so gechillt Multiplayer irgendwie gegen NPCs oder so. Und ja, ich hoffe, dass sämtliche Lautstärken mitspielen. Bin eventuell auf die Mithilfe meiner Zuseher und Rinnen da angewiesen. Und jetzt schauen wir mal, ob die Webcam auch mitzieht. Die musste ich nämlich heute auch neu einstellen. Und ich sehe gerade, es passt nix. Geil. Was für ein Tag. Was für ein Start. So. Das Zoom-Level hat er verstellt. Okay. Und die Farben hat er verstellt. Ja. Als Wert ist was Neues. Ne? Damit kann ich umgehen. Gut. Jetzt passt, oder? Ja. Ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, eventuell muss ich noch Hallo meine Position hier ändern, weil ich gerade nicht auswendig weiß, wo was liegt in Age. Und ich habe das Spiel sehr lange nicht angerührt. Ja. Yeah. Schlecht. Anyway, der Drachmann und ich suchen uns jetzt gleich irgendwas aus. Das mag gemeinsam hier angehen. Drachmann, habe ich dich versehentlich gemutet? Weiß ich nicht, nein, Ah, eigentlich nö, nö, klingt gut, klingt gut. Sehr schön. nicht. Ich bin da. Also, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, bitte heute melden. Ich brauche Feedback, denn meine Kopfhörer sind gestorben heute. Gerade vorher. Das sind meine Notkopfhörer. Die liegen jetzt schon nicht angenehm auf den Ohren. Es wird echt lustig heute. So, jetzt kommt das Intro nochmal. Ich muss da raus. Mehrspieler. Da. Ah, nein, da habe ich keine Musik. Schön. Lobby erstellen. Herr Drachma, was spielen wir denn heute? Öffentlich? Ne, eher privat. Mit Spielern. Zwei. Sind da NPCs mitgemeint? Einstellungen sind nach dem Erstellen fix. Spielerzahl. Keine Ahnung, ob die menschlich oder nicht menschlich ist. Zuschauer erlauben, Völker ausblenden, Verzögerung. Datensatz. Lobby erstellen. Ja, wenn es nicht passt, machen wir es nochmal. Lobby wird erstellt. Das ging schon mal schneller. Ey, Microsoft. Es geht. Hallo? Möchte einfach nur eine scheiß private Lobby erstellen? Hallo? 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 Ah, jetzt. Ich glaube, ich hab's. Aber das ist ja gar nicht fix. Ich kann das ja immer noch ändern. Verarsch mich doch. Okay. Herr Drachma, ich lade dich jetzt ein. In Bar einladen. So. Wildschwein. Wildschwein? Ja, da, Wildschwein. Wildschwein? Ich habe keine Einladung bekommen. Echt jetzt? Muss ich vielleicht aus dem Spiel raus? Warte, hast du das Spiel auf Steam? Ja. Bist du in-game oder? Nein, ich bin auch, also ich bin jetzt mal rausgegangen aus dem Spiel. Okay, ich ziehe jetzt mal die Einladung zurück und schicke dir noch eine. Jetzt. Hättest du das bekommen? Steam-Einladungen. Ah, ich kann dich direkt über Steam auch einladen. Vielleicht geht das besser, wenn ich dich finde in meiner unendlichen Liste. Da ist er. Einladen. Geht das? Ja. Ah. Ja, siehst du mal. Irgendwas geht ja dann doch. Gut, dann mach mal.
Oh, ich habe keine Ahnung. Sollen wir mal gegen die neue KI spielen? Ja, Ich auf glaube, ich jeden habe das Fall. noch nie gemacht. Oder? Ich weiß es nicht. Britain. 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 Die neue KI. Reichskrieg. Ist die neue KI die KI oder? Ja. Genau, das ist die aktuelle KI. Was ist denn Reichskriege? Imperiale Kriege. Die Spieler beginnen in der Fatalzeit mit einer kleinen Siedlung und müssen sich schnell auf Kampf einstellen. Königsmord kennt man. König des Hügels kennt man. Deathmatch kennt man. Battle Royale. Nein. Sudden Death. Sagt man was? Reliquienaufbau. Kenne ich. Weltwunderverteidigung. Weltwunderwettstreit. Nutzerszenario. Ja, du, soll man einfach eine normale Zufallskarte zum Start machen, oder? Oder? Ja, so zum Einstieg. Machen wir zwei Gegner oder machen wir mehr Gegner? Ich hätte mal mit zwei angefangen, so einen sanften Okay. Einstieg. Du hast gesagt, wir nehmen nicht die leichtesten Gegner. Ich würde sagen, nicht die leichtesten Gegner. Mittel, schwer, sehr schwer. Entscheid du. Ich bin da. Weißt du was? Schwer ist genau in der Mitte. Also nehmen wir einfach Ja. mal schwer. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von der KI und wie sich das auswirkt. Ich werde sterben. Stelle dafür die Rohstoffe auf hoch. Sehr gut. Soll man Bevölkerungslimit? Bevölkerung höher als 200 stellen? Ja, würde ich schon sagen, oder? 250, 300? Ich glaube, 400 ist Machen mir too much. wir 300? 300, ja, gut. 300, okay. Dunkle Zeit, Spielgeschwindigkeit normal, Karte anzeigen. Yes or no? I don't Ja, know. oder? Ja? Na, oder? Okay, dann nicht. Dunkle Zeit, natürlich dunkle Zeit. Beste Zeit, dunkle Zeit. Damit man nicht sehen, was auf uns zukommt. Ja. Imperialzeit, Vertragsdauer. Soll man mit Vertrag spielen? So. Zumindest in der ersten Runde? Ja, probieren wir es, oder? Wie viele Minuten? 60 oder 90? Drunter, weiß nicht, hat nicht wirklich einen Sinn, finde ich. Na, machen wir 60 Minuten, ja. 60 Minuten, okay. Teams fest, Teamfight. Achso, wir könnten im Team spielen, ja, das wäre so eine Idee. Dann geben wir den NPCs. Genau. Sollen wir die NPCs miteinander oder gegeneinander spielen lassen? Also gegeneinander, okay. Was Aber ist mich musst du auch das? in ein Team einladen. Ah, du kannst das selber einstellen. Ich kann So, die gar echt? nicht genau. Ah ja, okay. Byzantiner. Ja, stimmt. Da wäre das nächste. Briten. Boah. Wobei Briten geht immer. Ich lass mal Briten. Du hast immer Briten, ja. Du Briten sagst sind immer Briten. super. Ah, Rohstoffe hoch, KI-Schwierigkeit, Krankengröße. Ah ja, die Karte könnte man auswählen. Hochland. Wobei Hochland ist süß. Ist ein. Hochland? Hochland habe ich noch nie gespielt. Echt? Ja, dann müssen wir jetzt Hochland spielen, du. Dann spielen wir Ganz Hochland. klare Sache. Dann müssen wir definitiv heute Hochland spielen. Keine Cheats, kein Turbomodus, kein sonstiger Scheiß. Richtig. KI auf zufällig. Ja. Kann man lassen. Ich habe Angst vor dem Ich bin bereit-Button, aber ich drück mal. Was ist das eigentlich? Aber was hast du für Vermutungen Ah, ich eigentlich kann mir die dabei? Spielerfarbe noch aussuchen. Warte, ich will rot sein. Also. So, Warte. was hast du gesagt? Was für ein Modus? Königsmord? Ach so, Modus ist Zufallskarte, also ohne König und so weiter, aber Siegbedingung ist Eroberung. Okay. Joa. Gut, ich bin bereit. Dann mache ich nur das Ding auf. Und dann bin ich wirklich bereit. Ich glaube, du musst auch noch. Genau. Achso, ich kann dann immer noch auf Spielstart drücken. Alles klar. Haben sie jetzt ein bisschen anders gemacht, aber finde ich gut. Prost, Leute. Cheers. Boah, das steht da jetzt seit über einer Stunde, weil ich mit Audio-Settings mich geplagt habe. So. Es lädt schon länger als früher, das Spiel. Es ist schon, ja. Dafür gibt es schönere Übersichten. Geil. Aber wie spielt man das überhaupt? Teampositionen haben wir aus, echt.
Oh. Britentipp, ihre Schiffe arbeiten schneller, sodass sie schneller in die Feudalzeit voranschreiten können. Ha! Bitches! Stimmt, Timbone hätten wir uns noch anschauen können. La 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 la. Ah, es ist so schön. Okay. Ich kann nichts mehr. Wie spielt man? Gott, ich habe Ewigkeiten kein Ange gespielt. Es tut mir jetzt schon leid. Keine Ahnung, was ich hier tue. Ich glaube, das letzte Mal hast du mit mir gespielt, oder? Wahrscheinlich. Warte, wir haben jetzt 60 Minuten Vertrag drinnen. Genau. Okay. Ah, wir haben Startrohstoffe. Ready. Nice. Geile Startrohstoffe. Oh, das baut das mal fertig, du. Du, wir haben Startrohstoff. Oh. Ich hab ein Quartier mit einem Mausklick aktiviert, okay. Ziege? Was? Ach, es gibt Ziegen. Oh, es gibt Ziegen. Keine Schafe, Ziegen. Ey, ich kann das nicht mehr. Geht dann Ziegensammeln auch schneller? Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich, ja. Jetzt bau schneller, du Britin. Und gleich mal daneben geklickt. Ah! Ich, ja, lalala. H. War das immer so groß alles? Krass. So, was macht der Drachma? Fleißig. Holla die Waldfee. Wieso? Ich habe ja noch nicht viel gemacht. Ja, viel mehr als ich. Wieso? Du hast ja auch schon was, oder? Ja, nur Scheiß. Nur Scheiß. Die Mucke ist so geil. Ich glaube, das Spiel ist im Stream sehr leise. Ey, müssen wir das definitiv nach dem Stream anhören, was man da noch verbessern kann. Ich hoffe nicht, dass wir bei dem Setup jetzt bleiben. Es klingt sehr komisch. Ich höre nur die Hälfte von draußen. Ich selbst klinge komisch, der Drachma klingt komisch. Also wegen dem neuen Ersatzkopfhörern ist es schrecklich. Ist echt schrecklich. It's a fürchterlich. Ja, wie gesagt, einfach gestorben. Einfach tot, die alten Kopfhörerchen. So, Bitches, was geht? Ich habe 4 motivierte Ziegen hier. Kann die mal erkunden schicken. Yeah, Ziegenerkundung, geil. Beste Ziege EU West. Ziegenerkundung. Muss nur mal schauen. Warte, Kapitel speichern. Optionen, Musiklautstärke. Musik ist geil, oder? Musik lassen wir. Stimmlautstärke. Bestätigen. Ja, ist besser. Oh! Nö. Aber ich habe überhaupt keine Präzision mehr in Age. Ist echt schlimm. So, die Powerziegel. Wo gehst du hin, Powerziege? Bleib da. Du wirst mir ein neues Haus errichten. Bist genau die richtige Person für Häuser. Was war nochmal die Linie, die um das ist? Das habe ich mir nie gemerkt. Das ist das Startgebiet, wo Gegner nicht bauen können in der Zeit. Ja, genau. Also solange der Vertrag läuft. Ich will mehr Häuser bauen. Richard, wir bauen mehr Häuser. Ah, da ist mein Haus. Perfektes Timing. Gatherer mal dort. Ziege ist Excel. Ey, bester Scout ever, die Ziege. Bester Scout. So,
Was brauchen wir in der Feudalzeit? Wir brauchen neue Gebäude, wir brauchen Burgen, Schlösser und... Das Mikrokabel ist jetzt auch woanders. Das ist natürlich fatal. Burgen, Schlösser und... Wir brauchen mehr Ziegen. Wo ist meine Ziege? Scout-Ziege, komm her. Du wirst dringend benötigt. Schleunigst zurück zum Dorf. Ist echt höchste Zeit. Hab's echt eilig. Da. So. Okay, das Einquartieren ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Warte. Hör ich da eine neue Ziege? Geil, neue Ziegen. Mega. Ba, 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 ba. Alfonso ist in der Feudalzeit. Oh mein Gott. Das ist schrecklich. Wir brauchen das da und das da und du baust... Was ist denn das wieder? Du baust zwei Stück hiervon und wir können... Bam! Okay, ein bisschen kann ich's noch. Es ist nicht ganz schrecklich. Boah, der Drachma. Boah, das Imperium des Drachma. Holla die Walfee. Krass. Also ich bin der Schlechteste von uns. Aber also du hast wunderschöne Gebäude. Meine sind so gewöhnlich. Bist doof, mir nicht. Nein, die sind echt hübsch. Die Mühle ist mega geil. So, Britain. Achso, meine Ziegen sind da. Das ist natürlich eine Sache von äußerster Wichtigkeit. Ready. And we did it. Golden. Ready. Yes. Gatherer. Greaten. Bulden. Mandatum. Bulden. Mandatum. Bulden. Wir brauchen Nahrung, Nahrung, Nahrung. Immer mehr Nahrung, Nahrung, Nahrung. Afonso ist in der Ritter. Oh mein Gott. Die Funzen ist in der Ritterzeit, hast du gehört? Oh mein Gott. Der prescht doch schon mit 1300 Punkten davon. Was? 1400. Was? Was? Was tut der? Der cheatet. Wahrscheinlich, ja. Kein Holz mehr. Fuck. Ja, es ist Corona, die Wirtschaft ist am Boden. Schwierig. Schwierig gerade. Ziege gefunden. Oh, die gehört dir. Die klaue ich nicht. Das sind deine Ziegen. Kannst zurück haben. Echt? Danke. Geil, Ziegen. Wir haben kein Holz. Boah.
Ach, die haben die Bedingungen für die Imperialzeit geändert. Interessant. Brauch mal. Warte mal kurz. Gerade Wirtschaftskrise. Aha, ein feindlicher Speer. Aha, Birmanen. Na holla. Ich hab keine Ahnung, was man gegen Birmanen so in den Krieg schickt. Für die Imperialzeit brauchst du jetzt 1000 Nahrung, 800 Gold, zwei Gebäude der Ritterzeit oder eine Burg oder einen Krepost. So ein russisches Teil, keine Ahnung. Krepost. Kompost und Krepost. Ach, keine Ahnung. Ziege gefunden. Geil! Ich meine, jetzt ist es schon wurscht, aber nice to have. Brauchen wir Dorfbewohner. Wir haben viel zu wenige Dorfbewohner. Drachma, du hast zu wenig Dorfbewohner. Ich viel weiß. Zu wenige. Na, wobei? Wobei? Warte, ich habe 21 mit dem Speer. Leute. 22. Siehst du? Bin scheiße. Bin echt schlecht. Ja, in dich runter machen. Mandatum? Was machst du da? Warum tust du da hinten? Was machst denn du da? Da tust du Holz fällen. Du blöd. Gut, dann bist du jetzt Bauer. Wenn du zu blöd bist zum Holz fällen, dann bist du jetzt Bauer. Gleich mal degradiert. Ist das halt... Egal. So, mehr Dorfbewohner. Du, junger Mann. Wir brauchen... Ja, alles irgendwie, ne? Holz. Na. Ja. Doch. Und Nahrung. Und Gold. Und... Oh, geil, Ziegen. Boah, so viele Ziegen. Mega. Ultimate Ziegenhighlight. Correctus, ein Argo, Sane. Ja, es wird. Brauchen noch mehr Holz. Viel mehr Holz. Und wir brauchen... Oh mein Gott, wir brauchen generell Dinge. Sollte nicht so lange überlegen, wo ich Gebäude platziere. Es ist nicht gut. Ah, Ziegen. Nice. Ist der Superspeer. Der findet alles, außer Dinge, die ich wirklich brauche. Okay, Ziegenarmee ist da. Finde ich gut. Wir brauchen mehr Dorfzentren. Verdammt. Ich wusste, ich habe was vergessen. So brauchst du mehr Dorfzentren. Dorfbewohner schneller zu spammen. Achso, stimmt, ja. Aber das habe ich soeben verkackt. Imperialzeit, was? Wer? Der Gelbe, der hat mich gerade überholt. Fuck. Oha. Kann das sein, dass die neue KI vielleicht doch ein bisschen schlauer ist als die alte? Ich frage für einen Freund. Oh, Schande. Wirklich. Heilige Scheiße. Weiß im Arsch. Nicht genug Nahrung. Ah,
Schande. Okay, die NPCs gasen echt an, wenn ich die Punkte so anschaue. War das schlau, gegen schwere Gegner zu spielen? Ja. Ja. Oh. Fuck. Okay. Es sind jetzt alle außer dir in der Imperialzeit, glaube ich. Ja, ich bin schon gleich drin. Okay. Bin schon dabei, alles gut. Aber scheiße! Viel zu schnell! Der Monk so. Ah ja, Leben chillen. Jo, YOLO. Keine Ahnung. Wie bauen wir das so, dass es nicht hässlich wird? So, bin schon. Gut. Kacke, 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 keine Nahrung. Ready, hold him. Mandatum. Greeten. Gather her. Salve. Sane. Ready. Equilim. Mandatum Gatherer. Mandatum. Hold him. Presto. Argo. Ein. Ready. Yay. Golden. Mandatum. Gatherer. Greeting. Ready. Holden. Mandatum. Holden. Greeting. Holden. Holden. Holden.
Der Vertrag läuft noch. Sehr gut. Ah, ach, das bist du. Ha! Okay. Was denn? Du darfst mir eine Reliquie wegschnappen. Du darfst es. Wo denn? Die da unten, wo dein Mönch so ist. Ach so, ja. Das war ich, ja. Das schaut auch anders aus. Du darfst es, die anderen dürfen das nicht. Ach du, schau mal, was mein Speer aufdeckt, dein Monk, da wo der ist. Ja, Flotter, ich sehe es. Ja. Gut, dass ich nicht am Wasser bin. Ja, ich auch nicht direkt, also ein bisschen, aber... Ach du Schande. Ja. Bei dem bisschen Fluss mit so einer Flotte auffahren, ist dezent übertrieben. Ah, gut. Ah, die fischen gar nicht, oder? Das wäre vollkommen OP, wenn die fischen würden, aber die Deppen fischen ja gar nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nicht so viel um NPCs kümmern. Ich glaube, die Reliquien sind eh weg. Glaubst? Also bei uns, glaube ich, gibt es keine mehr. Drüben bei Gelb wäre möglich. Bei Grün habe ich ziemlich alles aufgedeckt. Wie viele hast du? Zwei. Ich glaube, ich auch. Ja, ich habe zwei. Die dritte wäre die gewesen, die du geholt hast. Feitoria. Ach Gott, Portugiesen, das ist irgendwie so Age 3 mäßig. Ich muss mir echt mal die neuen Völker und alles anschauen überhaupt. Ah, Mühle ist entwickelt. Okay, nice. Was braucht man denn? Schweres Kriegsgerät braucht man immer. Ich habe keinen Platz. Cool. Läuft bei mir. Der Soundtrack ist so mega. Ja, kann man das nicht schöner bauen? Dammit. Age ist nichts für Schönbau. Das stimmt. Hä, was machst du? Wieso hast du nichts zu tun, Bauer mit drei Nahrung? Bist du blöd? Ja, der hat sein Feld verloren. Passiert. Wirtschaftskrise und so. Kennt man ja. Was zur Hölle?
So. Ja gut, dann sollten wir uns langsam mal um die wichtigen Dinge kümmern, ne? Wir haben noch 18 Minuten. Also von der Zeit her schaut es gar nicht so schlecht aus. Wir haben zu wenige Dorfbewohner, wie immer. Irgendwie verpeilt, welche nachzubauen. Scheiße. Das sollte ich schleunigst nachholen. Ihr solltet hier aufhören. Ist nämlich auch nicht so geil. Könnt hier weitermachen. Greaten. Mandatum. Dich. Mandatum. Dich. Yay, dich. Dich. Ready. Dich. Ich wusste es. Was ist... Ja, keine Ahnung, meine Bauern sind irgendwie zu blöd, ihre eigenen Felder zu bewirtschaften. Keine Ahnung, was die für Probleme haben. Man gehört schon Fisch. Aber mit etwas Glück bekämpfen sich unsere beiden Freunde mit den Häfen, die sie zueinander gebaut haben, erstmal gegenseitig. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ein Toto hat es bis jetzt irgendwie verabsäumt, eine Armee aufzubauen. Ich habe schon ein paar. Gut gemacht. Okay. Noch am Technologien entwickeln und so. Ja, das bin ich auch. Es wird langsam Zeit, dass ich da Gas gebe. Wir gehen natürlich auf Bogenschützen. Wie könnte es anders sein? Wer hätte das gedacht? Ich glaube, das hätte niemand gedacht. Also Burgen sind teuer, ne? Schwierig. Weißt du was, dann erhöhen wir unsere Steinabbaukräfte. Hä, wieso treffe ich den Stein nicht? Jetzt. Und mehr Nahrung, wir brauchen immer mehr Nahrung. Man kann nie genug Nahrung haben. So. Heilung. Theokratie. Und Glaube wäre irgendwie sehr essentiell. Oh, Gold ist aus. Fuck. Alter. Ready. Gold. Oh, 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 was Grünes. Das ist nicht gut. Wo? Ah, die baut eine Waffenschmiede in meiner Nähe. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nö, da ist auch ein Hafen. Fuck. Nein. Frage ist jetzt, gehört die Waffenschmiede zum regulären Bau oder
Haben die da was vor? Yay, Equillen. Ja, sag mal, irgendwie gibt's auf der Map ziemlich wenige Rohstoffe, oder spinne ich? Ja, Stein. Stein, Gold, alles irgendwie Mangelware. Nur das, was man so bei sich hat, und das war's dann quasi. Boah, ich hab keinen Marktplatz gebaut, was ist mit mir? Hast du vielleicht die Rohstoffe irgendwie falsch eingestellt? Ich hab's sogar auf hoch gestellt. Ich meine, wir könnten miteinander Handel treiben. Das wäre natürlich eine Option, ne? Bauen wir einen Marktplatz da hinten, damit es relativ sicher ist. Sag mal, Steine gibt's echt nicht viele, oder? Noch 8 Minuten Zeit. Scheiß auf alles. Let's go. Ich habe eine sehr bescheuerte Idee. Tja, ich hab kein Gold. what? This no good. This no good. Wo ist denn der Marktplatz-Spot? Ah, da. Hinten, genau. Fisch! Wieso sagt der Fisch, wenn er Gold abbaut? Er ist verwirrt. Die Reliquien bringen auch nichts ein, ey. Da, 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 da. Da, 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 da. Rolling, 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 rolling. Bowling. Vier Minuten. Da ist der Battle. schön. Aber ja, Marktkarten sind eigentlich eine sehr schlaue Idee. Für die Zukunft, ne? Mandaten? Boah, baut's das Zeugs ab. Es muss alles reingeschaffen werden, bevor es zu spät ist. Hier geht's mir da nach hinten. Kohorte Holz 3 oder so. Boah, der Drachma hat Marktkran. Alter, der Drachma hat Fell und Heu. Ey, du bist der hässlich Bauer in Age. Ein mega Hess. Soll ich das jetzt als Kompliment annehmen? Das ist kein Kompliment. Wirklich nicht. Holden.
So. Kann ja nicht überall ein Schönbauer sein. Defensivstrukturen vorbereiten. Wir haben keinen Stein, wir haben kein Gold. Ja, alles richtig gemacht, oder? Ja, voll, ja. Scheiße. Ah, 2 Minuten. Mein Speer ist verwirrt. Schön. Was machst denn du, Depp, da? Bist du blöd oder was? Die werden sich gleich gegenseitig niederfetzen. Ja, schauen wir mal, was passiert, ne? Aber schaut gut aus. Also Pro-Niederfetzing schaut gut aus. Ich muss mein Bevölkerungslimit noch erhöhen. Dringend. Um einiges. Was waren die Abkürzungen Q und Q? Okay. Das kann man sich ja fast merken. Ach so, ja. Damit müssen wir auch loslegen. Es wird Zeit. Ach super, der hat auch eine Burg gebaut, genau bei mir. Eine Burg? Ah ja, tatsächlich. Boah, das ist eine geschickte Burg da an den Übergängen. Ja, weil das ist gerade meine. Du musst da unbedingt noch einen Wall oder sowas bauen, sonst ja, geht's. Ich bin alles gut. Sonst geht's gleich los bei dir. Ich sehe gerade, du ziehst die Verteidigung auf. Ja. Vertrag ist ausgelaufen. Und er geht in meine Richtung. Natürlich! Wer? Der Grüne. Also. Hab ihn schon gesehen, das Arschloch. Gut, dass mich das Berg. Ach so, solange das Bergarbeiterlager angreift. Dann greife ich sein Bergarbeiterlager jetzt an. Okay, der ist echt intelligent. Genter geworden, der greift mir sofort mit allem an, nur weil ich seine Ramme angriff. Alter, der kommt mit Trieb. Fuck! Der kommt mit allem. Jetzt ja, schon daher. Bei mir auch schon. Holy. Wir müssen unsere Truppenpräsenz stärken. Jetzt. Morgenschützen! Sie kommen! Fuck! Stress! Kein Gold! Warum? Baut ab! Ich höre sie! Ah, das sind meine! Dann ist ja alles gut! Bevölkerungslimit. Fuck! Okay, er zieht wieder ab. Alter, er zieht wieder ab. Okay, bei dir ist der Battle Ultimate, whatever, keine Ahnung. Alles gut, ich bin schon. Wie geil. Bin schon dran. Hashtag Age Hype. Bin schon dran. Lalalala, walala. Sind meine Bizianer. Verdammt. Alles gut. Ich brauche Platz. Ich höre meine Burg schießen. Nö, doch nicht. Elite-Kanonenschiff. Was? Ist das dein Scheiß? Ernst, Junge? Was hast denn du für Reichweite? 15? Was hab ich für Reichweite? Fuck! Nicht mit Kanonenschiffen, du miese Sau.
Ah, so ein Feigling. Boah, ich hasse dich. Es gibt natürlich eine Stelle, wo er mich von See aus angreifen kann. Eine verletzte Burg gesehen. Mein Wall ist auch schon beschädigt. Gleich mal reparieren. Die Wetter kommt gleich wieder mit den Schiffen. Okay, noch ist alles im... Wo ist denn der Dorfbewohner jetzt? Ach, das war der. Scheiße. Okay. Alles im Griff. Ich meine, theoretisch, unsere Gegner können ja nicht viel mehr Rohstoffe haben als wir, ne? Theoretisch. Außer die cheaten. Okay, wir können auch davon ausgehen, dass die cheaten. Und einen Marktplatz nutzen im Gegensatz zu mir. Aber als klassischer Brite kann man das ja normalerweise rausdeffen. Warum entwickle ich Türme, wenn ich keine baue? Das ist ja komplett sinnlos. Keine Ahnung. Sturmbock wäre wesentlich sinnvoller, ne? Oh, jetzt fängt er wieder an. Gibt zwei Schüsse ab und schleicht sich wieder. Arschgeige. Greaton, Equilin, Chopper. Bulden. 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 Mandatum? Bulden. Bulden. Der liebt dieses Bergarbeiterlager. Okay, wir brauchen Triebocke zur Verteidigung. Könnte man es gerade so leisten. Gold ist gleich aus. Ich sehe gerade, dass ein Arschloch das an meiner eigenen Verteidigung säbelt. Nicht gut. Geht's bei dir? Naja, alles gut. Ah, mit Nahkampfeinheiten Schiffe angreifen. Ja! Ich kann mir nicht alles mehr. Ja, das ist zu stark. Reiß seine scheiß Burg nicht. Die andere hast du eh schon. Ja, das ist schon die dritte Burg. Boah, bei dir geht's zu. Aber gut, du hast den Gelben im Griff und das ist der Stärkste. Also Respekt. Oh, es ist soweit. Ja, noch habe ich im Griff. Dann ist alles gut. Und es geht wieder los. Ich hasse ihn. Equilon, yes, yay.
Yes. Yay. Yes. Fatal. Ich will it. Yay. Ich will it. Fatal. Yes. Ich will it. Yes. Yay. Fight. Fuck. Nö, passt. Alles im Griff. Oh. Alter, ich hab grad 3 Schiffe kaputt gemacht. Ohne einen Bogenschützen zu verlieren. Okay, mit Schiffen habe ich auf der Map jetzt echt nicht gerechnet. Ja, Hochland, gell? Ja, Hochland, ne? Was passiert, Kanone? Ich hab Steine gefunden. Wo? Bei mir. Wie viel? Ich hatte die übersehen, wie dumm. Nein. Der Gegner kennt die Steine natürlich. Okay, ich muss die Steine rausdeffen. Fuck, die sind natürlich außerhalb meiner Mauern, ist eh klar. Scheiße, deswegen kommt der da daher. Der schießt mir echt nur die Mauer kaputt. Fuck! Da treiben sich echt schon Dorfbewohner rum. Ah, klassischer... brutaler, schierer, hässlicher Fehler. Autsch. Wir müssen ausrücken. Oh, fuck. Okay, Shit habe ich entwickelt. Das nicht. Das schon. Kloster haben wir gemacht. Ja, der ist noch. Und Schiff ist wieder da. Und er ist auch wieder da. Ey, der schießt zweimal und haut dann ab. Ja. Na super, jetzt kommt er mit einer großen Armee. Ich muss schauen, dass ich... mehr Nahrung produziere. Hey, ich habe euch nicht erlaubt, drüber zu gehen. Bleibt bei mir drin, bitte. Oh Mann, was machst denn du da eigentlich? Sabotier mir... meinen eigenen Wall? Das ist echt faszinierend. Was tun gegen Schiffe mit 15 Reichweite? Wie viel Reichweite hat ein Hauptturm? 8. Das ist ja nix. Wenn ich den da baue, geht er dann auf den Turm? Wahrscheinlich schon. Bleibt da. Zeug. Truppen zurück. Da, nur da, schnell. Tripok. Hold him. Yay. Dich. Wie viele Übergänge gibt's? Es gibt einen da, die sind nebeneinander. Es gibt zurück. Einen da. Zwei bei dir, okay, es gibt 6 Übergänge, holy shit. 6 Übergänge halten ist ein bisschen viel. Der ist bis jetzt nur auf der Seite gekommen. Ja, ich weiß eh. Da ist noch einer. Und da hat er seine Häfen. Er könnte auch mal auf die blöde Idee kommen, da hinten. Was bis jetzt ruhig war, was auszuhacken. Hallo Jojo, grüß dich. Hallo Jojo. Passt das Audio bei dir? Hört man den Drachma? Hört man das Spiel? Hört man mich entsprechend? Ich hatte heute Audioprobleme. Es kurz zu fassen.
Datum? Yay. Yay. 1, 2, 3, 4, das wäre Nummer 5. Da oben zahlt sich das aus. Da eher da unten, ja, doch eher da unten erstmal. Okay, da wird immer noch geballert. Schöne ist, sie haben viel Sichtweite, das ist gut, das ist sehr gut. Er hat sich gerade beruhigt bei mir ein bisschen. Okay, ja, es ist gerade insgesamt ein bisschen ruhiger geworden, aber das könnte auch nur auf die nächste Welle hindeuten. Ja. Hätte jetzt nämlich fast hätte das geschafft, durchzubrechen. Wenn's was brauchst, sag's Bescheid. Ja, ne? Nein, alles gut. Also Nahrung könnte ich dir sponsern. Warum das... hast du so viel Gold? Ne, Nahrung habe ich auch genug. Ich habe jetzt viel Gold, weil ich gerade kaum was ausgegeben habe. Aber ich muss noch viel ausgeben. Das Spiel ist leiser als bei den anderen Spielen und Drachma ist okay. Das klingt gut, danke. Das Spiel ist leiser. Problem ist, bei mir ist das Spiel relativ laut. Ich habe nämlich andere Kopfhörer, weil meine sind jetzt tatsächlich im Arsch. Warte mal, ich drehe das Spiel ein bisschen lauter, so. Wird aber dann parallel die Musik ein bisschen leiser machen. Und die Stimmen, die Sounds lassen wir gleich. Letzten Endes, wenn irgendwas wichtig ist, sind es eh nur die Sounds. Der Rest ist wurscht. Aber danke fürs Feedback. Hi Lumpi! Drachma könnte auch minimal lauter. Die anderen sind auch immer lauter. Also ist das gut. Oh, okay. Ja, ich... das Problem ist, ich konnte das spontan hier nicht so gut regeln. War ein bisschen schwierig, deswegen heute auch sehr später Start. Schlimm, ich weiß. Oh, die Monks. Ich sollte die vielleicht auch mal einsetzen. Das ist das saublöde Eck, das ich da hinten gebaut habe. Das Einquartieren mit einem Mausklick ist vielleicht auch nicht die beste Option. So, da wird Holz gefällt. Der da kommt dahin. Wir spielen miteinander gegen NPCs. Also der blaue hier ist der Drachma. Alles, was da bläulich schimmert. Und beim Drachma ist irgendwie die Hölle los. Ungefähr. Ein Treebok schießt auf deine Burg. Danke. Und ja, bei mir ist es momentan ruhig. Ich glaube, aber das liegt daran, dass ich grün und gelb, man sieht es auf der Minimap, dass sich grün und gelb ein bisschen gegenseitig bekriegen. Und ich habe mich da eingeigelt. Der Rainer Drachma, ja Mann. Genau der. Der einzig wahre. Was auch neu ist, da an den Rändern gibt es jetzt so eine Unschärfe. Krass, unten? Ja, unten auch, doch. Igel sind ja auch toll. Das stimmt, Igel sind super. Ich mag Igel. Da hast du vollkommen recht. Bin sowieso in Agent 1 Igler, das ist... Ich geb's zu. Ist einfach so. Na Lumpi, was geht? Busy Weekend? So, die beiden Monks lassen wir mal hinten und wir werden noch... Aha! Wir werden noch Kohorte 3, 4 ausbilden. Das geht sich ja inzwischen bevölkerungstechnisch aus. Dann sollte man vielleicht noch ein bisschen in Belagerungswaffen investieren. Die Frage ist, ob wir noch Kavallerie brauchen oder irgendwas entsprechendes. Unsere Gegner sind sehr schwer bewaffnet. Wobei das bei Grün gerade nicht einschätzen kann, weil der sich sehr bedeckt hält. I don't know.
höre Schüsse, aber sehe den Schützen nicht. Die Schüsse sehe ich. Bist wieder daheim. Okay. Keine Ahnung, irgendwas schießt da. Ach so, das. Nö, das ist das Geräusch, wenn einer ausgebildet wird. Jetzt habe ich es. Ah. Na gut, dann ist ja alles nicht so schlimm. So, warte mal. Wir haben noch Steine. Wir haben neue Steine reinbekommen. Dann würde ich doch die Nordburg jetzt errichten. Um den Igel noch einen Stachel mehr zu verpassen. So. Du da, kannst du dort mal heilen, aber ohne, dass du irgendwie jetzt blöd in der Tür rumstehst. Geht das? Ja. Wie sagt man, irgendwann findet jeder Igel ein Korn. Was fressen Igel? Karotten? Fressen Igel nicht doch Tiere, so Würmer und so? So wie Maulwürfe? Sind Fleischfresser. Ja, doch. Mäuse! Brutal. Krass. Echt krasser Igel. Aber ich glaube, man kann die vegetarisch auch ernähren. Schnecken mögen sie gerne. Ja gut, die sind noch langsamer. Die kann der Igel jagen. Die Schnecken. So, ich habe mich zu sehr eingeigelt. Da ist gar kein Platz mehr für irgendwas. Also zu viel Igel ist vielleicht auch nicht so hundertprozentig ideal. Drache mal läuft's. Oh. Gut. Also es gibt eine Kohorte, die kann jederzeit in deine Richtung ausrücken, wenn es irgendwie Bedarf ist oder so. Wie viele Kohorten hast schon? Ich habe 4 Kohorten zu 30 tapferen Kriegern, ja. Ich bin mal froh, dass ich Jäger was habe. Ja, du hast auch Krieg geführt. Das ist Vernichtung. Richtig krasse Vernichtung bei dir. Ich hab's ja gesehen. Igel essen bestimmt auch anderes Zeugs, aber Fleisch eben gern. Ja, ich verstehe. Ich meine, ja, wer kann's ihnen verdenken, ne? Wer kann's ihnen verdenken? So, dann würde ich aber die beiden doch eher so mal in die Richtung schicken. Plus, wir gönnen uns noch 2 von den hübschen hier. Sollte fürs Erste reichen. Ein bisschen Bevölkerung haben wir noch. Und Häuser werden noch gebaut. 300 ist unser Bevölkerungslimit für heute. Insofern. Ready. Ja, ready trifft's, ne? Fast. Ich find's auch irritierend, weil Igel so süß sind. Ja, schon, oder? Aber gut. Was süß ist, kann sich manchmal ganz gut wehren. Gott, so Igel ist ja ein netter Allrounder. Wobei, ich müsste es, also wie der Mäuse jagt, tötet und frisst, ist man noch ein bisschen schleierhaft. Aber vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen. Und Igel haben schon Zähne, ne? So. Ne? Und so. Ansonsten kein Plan. Wie viele Marktkarren bringst du eigentlich schon zu mir hin und her? Die ganze Zeit 5. Okay. Kann mir okay, mehr nicht leisten. Ah ja, okay. Also ich könnte, aber ich will eher Bevölkerung spammen im Sinne von Militär. Mhm. Ja, ihr zwei seid auch feine Deppen, ey. Mensch, die Dorfbewohner. Du hast gerade ein Spirit Animal herausgefunden, ein Igel, echt? Oder was anderes? Was macht's denn ihr da mit meiner Defensive? Ihr Spinner. Lalalala. Wenn du mal nicht hinschaust, dann drehen sie alle am Holzrad. Okay.
Okay, bei mir hat sich jetzt endlich beruhigt. Gut, schön. Morgen ist voll ein Busy Day, wenn ich meinen Kalender ansehe. Das am Sonntag. Ja gut, morgen ist der Tag der Tage. Den gibt's nur einmal im Jahr. Das ist natürlich das Busy Day, Lumpi. Da muss man früher aufstehen, die Krawatte striegeln und dann den ganzen Tag, ne? Igel äußerlich süß, aber innerlich auch brutal. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich merke mir das. Sonntagsproduktivität kann voll erfüllend sein, das stimmt. Ja, ich war heute produktiv, zählt das auch? Nein. Ja. Wenn du so fragst, nein. Schade. Ich lasse die Deppen da jetzt weiterfallen. Ja, Krawatte morgen, musst du dich gut anziehen, Mann. Du kannst doch eine Fliege tragen. Achso, beim Lego bauen, oder was? Beim Lego bauen, ja bitte. Na, ob er morgen zum Lego bauen Zeit hat, weiß man noch nicht. Ist er doch noch in Linz, oder was? Ich glaube nicht, komischerweise, was mich auch verwirrt. Morgen bald auf die Uni lernen, Mod-Tätigkeiten, dann streamen. Alter, morgen ist Muttertag, was ist mit dir? Bildungslücke, Mann. Feierst du mit deiner Mutter, Toto? Nö. Das liegt aber hauptsächlich an den paar hundert Kilometer Entfernung und der Grenze dazwischen, die geschlossen ist. Immer deine Ausreden. Du den habe ich heute schon gefeiert. Den kann man nicht vorfeiern, Herst. Sicher, ich feiere ihn gar nicht. Bitte? Ja, ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Es wurde bestimmt von oben herab. Was Daniel sagt. Na gut, ihr seid so alle Banausen, ich weiß schon. Gut. Ja, apropos. Brauch mehr Platz. Ich brauche mehr Holz. Wie viel? Alles gut. Ich spamme nur gerade meine Armee da hinten zusammen. Oh. Reicht das? Nein, lass das, hör auf. Einmal darf ich dich. Nein. Doch einmal in einem Spiel darf ich dich füttern. Lass das. Ich hab genug, glaub mir. Was hast du? Ja, ich weiß, ich seh's. Wie machst du, du Noob? Ich tu nix außer Holzfällen. Dafür hast du sicher mehr Nahrung. Nein, weil ich gerade Nahrung extrem verbraucht habe. Okay, na, ich verbrauch fast null Nahrung. Von dem her bleibt die bei mir übrig auf Dauer. Ja, ich seh's. Aber ich werde die früher oder später gegen Gold oder wenn ich ja, deffen muss, Steine tauschen müssen. Dann werden wir schon wieder einen Schuss gegen den Wall bekommen. Mein Reparatur-Heini ist auch abgehauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, sag mal, Kek greift dich wer an? Momentan nicht. Also entweder führen sie gegenseitig Krieg oder sie haben kein Gold mehr. Kann bei der Safita pur. Zu früh Glückwünschen bringt Unglück. Genau! Scheiße, da kommen sie schon. Muttertag kannst du eigentlich immer schauen. Den Film meinst du? Ja, gut. Klassiker, ne? Sie kommen, hat der Drachma gesagt, also, dann würde ich sagen, Kohorte 1, Kohorte 2, was, ich dachte, sie kommen, nein, sie kommen nicht. Ich hätte ihnen Hallo gesagt, geschade. Ja. Na, sie kommen eh gerade ein bisschen bei mir, aber alles gut. Warte, das ist jetzt 5, oh Gott, wie kann ich denn die jetzt auswählen? Bleib mal lieber bei dir, weil da kommt sicher noch was. Das ist die 6. Wir bilden einfach noch eine aus. Weil es eh wurscht ist. Man hat's ja. Bei mir fallen ab und zu Schüsse, aber das, was da kommt, ist sehr schnell tot. Ja, er will bei mir Hafen bauen, warum auch immer. Ja, so ein Süßer. Meine Mom freut sich über jeden Tag, wo man Muttertag feiert, muss nicht der Sonntag sein. Okay, das ist auch schön. Sie kommen, um dich zu holen. Ja, ist nicht ganz Genie, aber... Jenny.
Jenny ist wer anderer. So, wir könnten noch zwei Monks mit in den Krieg schicken. Was ist denn das da? Das ist so eine vorgelagerte Halbinsel, die niemand braucht. Fuck! Bin schon wo reingelaufen. Ich hab dir ja gesagt, sie kommen. Sie kommen, um zu sterben. Ich wollte gerade sagen, wer ist der verdammte Rote bei mir? Stehst du jetzt da und fasst ihre Schiffe? Yep. Und ich mach sie platt. Was für ein Idiot! Fuck. Jetzt sind's zu viele Schiffe. Scheiße. Wir haben Verluste. Die Monks sind nicht da. Au, 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 au. Aber für ihn ist es teurer. Jeder Krieg ist auch ein Wirtschaftskrieg. Daneben. Bitch. Und versenkt. Okay, wie viele haben wir verloren? Hier zwei. Hier vier. Das heißt, wir brauchen sechs Leute. Einmal akkommandiert. Und wir brauchen 1, 2, 3. Oh! Warte. 6 neue. So. Fast verklickt. Puh. Fast verklickt. Ui, es war knapp. Ach, easy. Ja, sowieso. Oh, shit. Einmal nicht hingeschaut. Aber keiner tot. Geil. So, 28, 25. 26. Irgendwie gehen die auf Blutspuren. Achso, ich stehe aber zu knapp hier. Man müsste es noch so ein bisschen... Ich will den Hügel ausnutzen. Mit dem Höhenvorteil und gleichzeitig... Schwierig. Und gleichzeitig den Fluss blockieren. Schwierig. So, zwei Leute für hier. Warte, das ist Steuerung 2. Steuerung 2. Jetzt wieder komplett. Und ihr vier seid für hier, für die Steuerung 1. Steuerung 1. Früher ist die 1 dabei gestanden. Es war praktisch. Ist jetzt nicht dabei, das schaut schöner aus. So, gut, Drachma. Also, die eine Flanke ist relativ gesichert. Das freut mich. Ich habe keine Ahnung, ob der Grüne zu dir wollte oder zum Gelben. Aber ist eh wurscht letzten Endes. Wenn ich bei dir den Grünen abfange... Ist auch mir geholfen. Ja, ich habe jetzt schon den Gelben ein bisschen im Griff. Ich sehe es. Heilige. Ein Aggro-Schiff, ein aggressives. Ja. Ach, die Kanonenboote, die sind dezent anstrengend. Ach, ihr müsst natürlich auch dieselbe Stellung einnehmen. Genauso wie ihr hier. Wir haben erst 22 Uhr, der Tag ist noch jung. Oh, danke, das beruhigt mich, weil ich denke die ganze Zeit, oh, so spät dran. So, okay, ein Igel-Taktik läuft. Die Armee ist quasi vollständig ausgebildet. Wir haben aber gute Startvoraussetzungen. Wir werden jetzt noch ein... Oh, ich spiele Briten. Ich habe keine Belagerungskanonen. Ich habe generell scheiß Belagerungswaffen außer Tribocke. Gut, Tribocke haben wir schon. Dann machen wir noch einen fünften. Was macht's denn ihr? Geht's ja immer so da? Wir schauen einmal rüber über die Grenze, was sich da so tut, ne? Paukenschlag! Gedöns!
Okay, über der Grenze geht's zu wie Sau. Ich habe kurz geschaut, ne? Ist Wahnsinn. Was willst du damit sagen? Ja, alles voller Schiffe. Warum Schiffe? Was ist mit denen? Why? Warum? Was für Schiffe? Ja, diese Scheiße. Die Galeonen gehen ja noch irgendwie. Die killen zwar im Schnitt mehr bei mir, aber die Kanonenboote machen einfach, wenn ich es übersehe, sehr, sehr viel Schaden auch an Gebäuden. Ja, ich weiß. Ich meine, bis jetzt ist eh nichts eskaliert eigentlich. Geht's mal eh gut. Aber ich traue mich gerade nicht mit Belagerungswaffen aufmarschieren. Aber ich brauche sie andererseits, um Gebäude schnell zu zerstören. Das ist irgendwie gerade sehr ein zweischneidiges Schwert. Weil der mir die Tribocke wie nix wegfickt mit den Kanonenbooten. Oder wir spielen halt mit hohen Verlusten. Das könnte man auch. Ich bin noch unsicher. Ich sollte Speer aus. Wir bilden jetzt. Wir haben nur leichte Kavallerie. Hey, was haben denn Briten überhaupt? Warum habe ich Briten gemacht, bitte? Bin ich komisch? Ready. Wo fällst denn du, Holz? Weißt was? Du fällst jetzt. Du fällst den Walter. Der ist viel schöner. Schau, da. Fällt da. Seine Deppert fällt dort, wo du mich nicht störst und meine Kreise. Die Liebe ist wieder da. Okay, ja eigentlich. Na, wir machen so. Ich bleib bei meinem, ne? Ich gebe jetzt klassisch Mittelalter. Nicht deppert sein und einfach reingehen. Erst schauen. Information. Auch im Mittelalter eine extrem wichtige Währung. Und Mönche. Man braucht mehr Mönche. Kann nie genug. Warum habe ich den jetzt? Habe ich den da hergeschickt? Keine Ahnung. So, wir haben 3 Speer. Alle 3 todesmutig und bereit. Jetzt einfach mal rein zu marschieren und zu schauen, was passiert. Ach du, ja lol, ey. Da kommt nicht mal rein. das wird lustig, den Fluss da. Ich meine, es gäbe eine Möglichkeit. Wir könnten uns mit Gewalt den Fluss sichern. Die Gewalt ist aber sehr, sehr teuer. Unser Gold wäre dann auf 0. Okay, unser... Weit kam er nicht. Gibt es da unten noch einen Übergang? Nö. Unser Vor- und Nachteil. Also, Grün führt definitiv Krieg mit vielen Soldaten. Es ist unklar, in welche Richtung es bei ihm geht, konkret. Okay. Und Grün blockiert den Fluss bei mir. Mhm. Oder versucht das zumindest. Oh, fuck. Au. Wir haben Verluste, wir haben Verluste. Und Speer ist weg. Weil einmal nicht hingeschaut. Dass da welche sind, ist ja klar in seinem Bezirk da. Naja, der Drachma hat gesagt, es ist ruhig geworden. Insofern wussten wir nicht. Wir sehen ja nicht, was da unten abgeht. Also muss man halt nachschauen, um zu wissen. Und ich weiß jetzt, okay, ich muss vorsichtig sein. Schaffst du? Achso, schaffst du? Ja. Wir hatten nämlich Ziegen, keine Schafe. Bin verwirrt. Warum steht da Holz? Der ist auch verwirrt. Ey, die ganzen Holzfäller sind gerade verwirrt. Ich sag's euch. Die ganzen Holzfäller sind grundverwirrt hier. Da wir fällen den Wald, damit er den Marktkahn ja nicht im Weg ist. Das wäre doch was. Für die Zukunft.
Dem geben wir auch eine länger währende Aufgabe. Tja, dann lassen wir das fürs erste Mal so gut sein. Sicherung des Flusses. Wie gesagt, sehr teuer. Ja, wir könnten es probieren. Was, Sicherung des Flusses? Dass ich den Fluss bei mir mit Gebäuden... Ich bin schon auf... wo ist denn bei dir die Sicherung des Flusses? Zeigst du dir das mal auf der Karte? Ah, die wäre hier. Oh. So, sie existiert gerade nicht. Aber da unten sind seine Häfen. Und von denen kommen ununterbrochen Schiffe den Fluss rauf bis zu dir. Also sie kommen nicht bei dir an, weil ich sie dort abfange, aber... Ja. Einen Speer haben wir noch. Let's go, oder? Hey, jetzt gerade versucht er durchzubrechen bei mir. Der Gelbe? Aber alles gut. Hey, da ist immer irgendwas unterwegs bei ihm. Da kommen schon wieder die Nächsten. Unglaublich. So, unser Speer hat natürlich auch von irgendwo was am Deckel bekommen, ist eh klar. Schaffst du! Du mutiger, wundervoller Mörder! Wir sind sehr mutig, ja, wir rennen mit dem Speer rum. Wahnsinn. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin so der Igel. Ich weiß gar kein besseres Wort dafür. So, wir versuchen jetzt da vorbei zu preschen an denen, bevor die uns sehen. Okay, Gelb hat die Flussoberhand auf der Seite offensichtlich und hat grüne Häfen getilgt hier. Grün schickt dafür Landeinheiten. Keine Ahnung, ob die ankommen und irgendwas machen, aber Gelb hat offensichtlich genug Ressourcen, um den Drachma anzugreifen. So, jetzt schauen wir mal ins Zentrum. Oh, da werden wir nicht ankommen. Rein! Presche vor, mein tapferer Reiter, mein letzter Speer. Ja! Voraus, zwei Dorfzentren, viele hast du Felder. Irgendwas im Tempel, im Kloster? Zwei Reliquien. Nein, ich meine, hast du irgendwas erforscht? Alles. Alles. Angeber. Wobei Briten haben das, die sind nicht so glaubst. Okay. Waffenschmiede. Keine Belagerungswaffen. Ich glaube, es mangelt an Gold. Echt? Also wenn du mit Billigeinheiten seine teuren Schiffe killst oder teure Belagerungswaffen. Ich sehe auch gerade, bei den grünen Häfen sind gar keine Schiffe. Ich hatte da eigentlich mit was gerechnet. Kann ich den umbringen? Geht sich das aus? Nein! Egal. Ein Bauernopfer, wie man so schön sagt. Gut. Ja. Yay. Yay. Mandatum equivalent. Ready. Yay. So. Britannien wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Und der Hindukusch ist da vor uns quasi. Fuck. Verdammt! Und... Ach du Scheiße! Blutige Hölle! Was zum Geier! Chaos, Zerstörung, Tod in vielfacher Form. Ach so, deine Truppe hat sich ab. Ich hab... Na, alles gut, ich hab genug. Mir geht's pipi fein. Fuck. Mir geht's super. Das Schicksal. Lalalala. Immer zurück. Ja, das stimmt. Aber wenn das Schicksal nur dieses kleine grüne Würmchen ist, dann haben wir das Schicksal schon ganz gut im Griff, würde ich mal behaupten. So, wir haben... Warte mal, was sind denn das für... Das ist die 4, die 5 und die unbesetzt. Gibt es eine 6? Nein, doch. Dann seid ihr jetzt die neue 6. Und
Okay, da unten kommen natürlich noch neue Probleme auf uns zu, ist klar. Wir brauchen mehr Mönche, aber wir haben sie ja schon bereit. Ich muss sie nur ihren Posten zuweisen. Das mit der vollständigen Flusssicherung wird dauern, aber... Oh, der Drachma hat den Fluss selber gesichert. Oh, was ist denn da? Ich wurde halbiert an der Stelle. Oh. Okay. Wir haben Verluste. So 2, 3. Das sind 18. Dann brauchen wir 12 neue. Machen wir mal 5, 5, 2. Und den Rest gleich mal auch noch aus. Da haben wir noch eine ganze Kohorte übrig. Das ist jetzt die Steuerung 7. Die Steuerung 7 unterstützt jetzt die 6 da hinten. Das ist doch die 6. Das ist nicht die 6. Freunde, wir können nicht durchtauschen. Wir werden gerade beschossen. Okay, wir können jetzt durchtauschen. Oh, fuck. Wir werden immer noch beschossen. Snap. Und die laufen jetzt genau in die Kugel rein. Okay, das ging sich aus. Wo habe ich euch hingeschickt? Ah, ihr kommt von... Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir haben genug. Wir sind manövrierfähig. Ein Mönch fehlt. Warum fehlt ein Mönch? Wir müssen uns nur besser aufstellen und positionieren. Grundsätzlich ist es gut, wenn eine die andere deckt, aber eine haben wir ja noch nicht aufgestellt. Wir müssen noch nachliefern. So, warte mal, die Truppe ist jetzt fertig, die ist wieder vollständig. Dann bilden wir mal pauschal 15 neue aus. Drachmas kleine Wand aus Schiffen, die ist süß, ne? Der Drachma hat aber lange an dieser Schiffswand gearbeitet. Der Drachma musste sich erst von herben Schlägen erholen, die er erlitten hat, aber inzwischen hat er, glaube ich, die meisten Burgen. Und ich habe gerade die meisten Verluste, weil der mich... Also ein bisschen... Wenig Respekt hat er vor unseren Schützen, das muss man schon sagen. Sehr wenig Respekt. Den müssen wir ihn noch einbläuen. Oh, die blauen Schiffe sind da. Das ist natürlich schön. So, ist das die Steuerung 1? Das ist die Steuerung 2. Okay, die Steuerung 2 deckt jetzt die Steuerung. Ich glaube, das ist die 7 da unten. Die 6 steht daneben. Der prescht mit dem Dorfbewohner vor, damit er sein Schiff deckt. Der hat die Bauernopfer auch irgendwie anders definiert. Das sind 30. Warte, seid ihr die 5? Nö, die 5 ist da oben. Okay. Weißt du was? Wir holen uns noch ein paar einzelne Leute. Wir brauchen noch zwei Mönche. Und ein paar... Kanonenfutterranten. Scheiße, jetzt habe ich es übersehen. Das tat weh. Der schießt nochmal. Warum reagiert keiner? Weil die so weit wegstehen. Der mit seiner scheiß Reichweite. Das ist zum Kotzen. Immerhin hat er es noch nicht kapiert, dass er auf den Mönch schießen muss, um den maximalen Schaden anzurichten. So, warte. Um die zu decken, müssen wir ungefähr... Na, nicht so. Nein! Nicht drehen! Ah, wieso drehen die da immer an der Stelle? So müssen wir stehen. Da kommt er wieder. Das kannst du überhaupt treffen. Das Problem ist auch, wenn man den Mönch dabei hat, gehen wir langsamer. Die Dorfbewohner ignorieren wir, die kommen sowieso nirgends durch hier. Oder wir ballern die nieder, damit sein Schiff wieder zu uns stößt. Ist das das? Nö, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Jetzt sind wir in die Scheiße gelaufen. Als hätte er das geplant. Ah!
Mehr Reichweite für die Bögen? Das ist die maximale Reichweite. Die haben 12 Reichweite. Sogar mehr als seine Galeonen, aber weniger als seine verdammten Kanonenboote. Scheiße. Mit dem Mönch müssen wir einfach weniger manövrierfähig. Und wir dürfen nicht auf zu kurze Distanz gehen, weil die dann schneller schießen, beziehungsweise uns schneller mal treffen können. Aber siehst du, die Deckung funktioniert schon halbwegs. So, wir brauchen 5 neue an vorderster Stelle. Und ich habe die natürlich ineinander gestellt, weil ich schlau bin. Das sind noch 30. Das sind 29, die kriegen plus 1. So, ihr seid 30. Ich werde dem so aufs Auge kacken. Ihr seid... Warte, 26... Hä? Nix geordnet hier. 26 mit Mönch. Das heißt, ihr braucht die 4 alle. Ihr seid 30. Okay, Armee ist wieder vollständig. Und schon ist einer gestorben. Weil ich das immer zu spät wahrnehme. Okay. Wieder 3 verloren. Weil Kanonenboot. Kanonenboot einfach OP. Frage mich langsam, wie sich der das leisten kann. Aber ich denke... Der cheated. Ah ja, genau. Da war ja was. Aber ich denke, ewig kann er das nicht machen. Beziehungsweise es wird halt langsamer die Rate, in der Kanonenboot ersetzt. Und wir werden das eiskalt ausnutzen. Ich brauche noch ein paar Rohstoffe. Alter, ist das teuer. 1, 2, 3. Alter, ist das teuer. Fuck. Das ist wirklich teuer. Punkt 1 wäre vielleicht hier unten. Punkt 2 hier in der Mitte. Das müssen wir uns noch anschauen. Wie wir das genau machen. Aber mit Drachmas Hilfe sehe ich da eigentlich ganz gute Chancen. Jetzt stehen die ein bisschen im Weg. Wenn der Drachma da jetzt deft, nämlich, können wir das raushauen. Die ultimative Absicherung. Okay. Da fehlt auch einer. Leute, da fehlt einer. Und da unten fehlen aber 3. Warte mal, fehlen da sogar 4? Da fehlen sogar 4. Hä, wo kommt denn der her? Das wird ja immer interessanter. Gibt es eigentlich die Waffenschmiede da unten noch? Haben wir nie geschaut, oder? Ha! Ja, es wird definitiv noch interessant. Ist ja auch die Definitive Edition. Drachma ist auf Zerstörungskurs, finde ich schön. Und wir bauen auf. Teamaufbau forever. So, die 5 stellen wir noch nach da oben, damit ich sie nicht vergesse. Ah, das Ding ist, wir haben einen breiten Weg inland vor uns, bevor wir da reinfallen könnten. Und unsere Reinfallstärke ist jetzt nicht die größte. Wir könnten aber noch um 5 berittene Dudes erhöhen. Nur so. Also für Eskalation sind die dann zuständig. Wenn wieder irgendwas, ne? Schief geht, schick mal Team Eskalation. Und wenn alles klappt, könnte Drachma
mit unseren Burgen den Fluss halten. Der Drachma ist auch schon am Marschieren, sehe ich. Gegen Gelb. Gegen Gelb vermutlich. Ja, gegen Gelb finde ich gut. Dann nehmen wir mal unsere Gegner mal von der anderen Seite in die Mangel. Mir fehlen jetzt echt 5 Steine, oder was? 6 Steine fehlen mir. Ja, ist das traurig oder ist das traurig? So, mit Umschalt verkaufen sie 500 Stück. Da geht das Gold nach oben, was? So. Denn ich brauche mehr. Ah, nicht auseinander. Ihr Deppen. Warum seid ihr alle so? Warum seid ihr so, wie ihr seid? Was ist denn das da unten? Burg nehmen. Burg nehmen. Burg nehmen. Der Drachmal. Das ist ein Bogen raus. Der Automod, ich habe keine Ahnung, was der schon wieder... Ich habe echt keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich für den Automod. Hiermit offiziell. Ich habe keine Ahnung, was der treibt. Weiter vorrücken, weiter vorrücken, weiter vorrücken, weiter vorrücken. Sehr gut, sehr gut. So, ich vergebe jetzt die Steuerungstasten neu. Es wird Zeit. Wieso seid ihr nur 29? Hä? Plus 2. Na, 2. Ihr seid 30 mit Mönch, das heißt, da fehlt auch einer. So, ihr seid Steuerung 2. Rüber da mit euch. Ihr seid auch einer zu wenig. Man kann sie nicht alleine lassen, die Kinder. Was? Ich muss mich bei dir nicht entschuldigen. Also bitte, wenn der Automat das Wort Bogen, warum auch immer, blockiert. Du. Ah. Ein Angriff. So. Weiter vorgehen, weiter vorgehen. Drachma wendet die ultimative Zerstörungstaktik an. So, und wir blockieren jetzt endgültig diese beiden Flussübergänge für alle Zeit. Plus, wir haben ja noch Reiter, die wir jetzt mitnehmen, und Belagerungswaffen, die wir holen. So, und wir wenden die klassische Zermürbungstaktik an. Wir rücken ganz langsam vor, wie die römische Legion. Deswegen heißen die auch Kohorten. Drachma gibt uns Seeunterstützung, was sehr geil ist. Soll ich vorrücken? Mit den Schiffen? Ja. Du kannst gerne, aber nur einen Schritt Richtung Häfen. Nicht, dass du alle zerstörst. Weil solange die nicht alle kaputt sind, haben wir es im Griff. Wenn das nämlich wieder baut, kann das überall wieder bauen. Dann versuche ich ihm in der Zwischenzeit seine verdammte Stadt zu zerkleinern. Und der da rumsteht, ist mir ein Rätsel. So, und wir müssen aber weg vom Wasser, weil da feindliche Schiffe auf uns warten. Dorfbewohner lassen wir natürlich auch nicht durch. Der Depp hat seine Plänkler nicht entwickelt. Das
ist ein Fehler, mein Freund. So, warte, du bist ein Einser. Das sollte man von da hinten beschützen. Und wir gehen mehr über Land vor. Deswegen auch auf dieser Seite ein Vorrücken. Also gefühlt, die NPCs haben bis heute keine Taktik entwickelt, wie sie effizient gegen Deckungsangriffe durch Schützen vorgehen. Finde ich gut. So. Das ist jetzt die... Oh, fuck, jetzt habe ich die 4 vergeben. Die 5 ist das natürlich, nicht die 4. Da oben haben wir alles im Griff. Die könnte noch hier unterstützen. Ja, gegen Gebäude sind wir voll schlecht. Und es rücken jetzt auch immer mehr Soldaten gegen uns an. Mit immer mehr meine ich, Scheiße, ich hätte die früher schicken sollen. Jetzt geht's, jetzt ist er verzweifelt. Jetzt macht er einen auf Drachma. Ah, das gibt Verluste. Au, was au, heißt, au. Ich mache einen auf Drachma. Wir kriegen auf die Fresse. Die 5 ist zu spät. Ah, das müssen wir jetzt erst verschmerzen. Aber wir haben die genau... Nein, alles gut. Alles gut, ich habe gerade sein Herz zerfickt. Also, ist ja nach 22 Uhr, ne? Aber sowas von geröstet. So, die ist gefallen. Er kriegt keine Verschnaufpause. Er kriegt keine Verschnaufsekunde. Shit, der Nina... Er macht einen Auftrag. So, und die zur Deckung noch etwas weiter hinten. Oder so geht auch ganz gut eigentlich. Wie schaut's da aus? Da haben wir nachgelassen. Da war ich zu nachsichtig. Und das ist jetzt die Steuerung 4 wieder. Die darf nicht nachgeben, aber auch nicht zu nahe Richtung Gelb rücken, sonst greift uns Gelb von hinten an. Das wäre natürlich scheiße, wenn uns Gelb in den Rücken fällt. Ich hoffe, dass Drachma Gelb noch ein bisschen beschäftigen wird. Und wir stehen jetzt, es kommen gleich die Burgen. Und für die Burgen brauchen wir ein schweres Gerät. So, wir kriegen da aber immer noch ziemlich auf die... Jetzt sagen wir, tauschen die beiden mal durch. Ich glaube, wir haben einen Mönch verloren. Ersatzmönch ist on the way. Und wir müssen mehr Schützen ausbilden. Wir müssen endlich nachrücken. Es wird höchste Zeit. So, und jetzt... erweitern wir unsere Taktik auf Einkesselung. Damit er von See, wie gesagt, also von See, vom Wasserweg nicht mehr an uns rankommt. Aber wir stellen uns so knapp vor seine Burgen, dass er nicht mehr rauskommt aus seinem Dörfchen. So, das sind 19, die da überlebt haben. Das sind 28, die sind ja noch fast vollständig. Das heißt, ich brauche mal 3. Tribocke sind da, sehr, sehr gut. Um nicht zu sagen exzellent. 19. Achso, wir bilden noch aus. Wir sind noch in der Ausbildung. 19 brauchen 21, ne? Wie viele sind das? 10 plus 7 sind 17, 18, 19, 20, 21.
Falsch, das sind zu viele. Ups. Ah, wurscht. Wurscht. So, und jetzt? Wir haben da Platz geschaffen. Ist ein bisschen risky. Wir bauen jetzt direkt hier auf. Mit noch möglichst vielen Schützen im Hintergrund. Falls doch einer nach vorne dringt. Und erste Burg. Ja, da kommt schon Widerstand. Die Burg fällt sehr schnell, weil unsere Triebocke zusätzlich Explosionsschaden verursacht. Und sie ist weg. Tja, Birmane. Gegen die britischen Kolonisationsmächte hast halt auch du kein Leiberl. Und jetzt können wir weiter vorrücken. Er macht dann auf Drachma. Er macht dann auf Drachma. Muss man den Clip dann unbedingt anschauen. Das ist die volle Beleidigung gerade. Was? Nein! Ich meine, gut, ein bisschen Harakiri bist da schon reingegangen, aber... Ja, klar habe ich meine Speer geopfert, aber dafür habe ich den... Ich habe auch schon Schlimmeres gesehen, also... Na klar habe ich meine Speer geopfert, das war ja mit Absicht. Mir fehlt schon wieder... Mir ist schon wieder ein Mönch draufgegangen. Er hat gelernt, er schießt jetzt auf meine Mönche. Er kennt meine Schwäche. Schön, finde ich gut. Also, nicht gut, aber halt... intelligent, ne? Falsches Kloster, richtiges Kloster. Zwei Mönche nach hier, bitte. Wir nehmen jetzt alles, was da irgendwie rumsteht, um die letzte Kohorte aufzufüllen. Und es geht los! Burg Nummer 2! Bäm! Geil. Und jetzt schießen wir ein bisschen, machen wir ein bisschen Chaos. Auch unsere Leute dürfen mal Spaß haben hier. Die Steuerung 9 sind jetzt die Reiter. Das werde ich mir nicht merken, aber es ist egal. Und die Steuerung 8 sind die Triebocke. Nur so für den Fall, das aber ist auch wurscht. Und ich habe die da oben vollkommen vergessen. Wobei, die stehen eh vor weiteren Burgen. Und Gelb versucht auch zu belagern, sehe ich gerade. Wurde aber aufgehalten. Das ist gefährlich, was wir da machen. Das könnte auch ins Auge gehen. Aber wir machen jetzt noch was. Alles gut. Es müsste sich noch ganz gut ausgehen im Moment. Da hinten ist ein Holzfällerlager. Hinter unserer Flanke ist ein Holzfällerlager. Wie kann denn das sein, bitte? So, Achtung, Dorfzentrum. Auch Dorfzentren werden sich wehren, wenn wir zu nahe kommen. Was? Er hat aufgegeben! Jetzt schon! Was? Ich rück doch gerade erst vor! Was ist denn mit dem? Ich bin enttäuscht. Ich bin menschlich enttäuscht von diesem NPC. Wie, der hat jetzt aufgegeben? Der kann ja nicht einfach da das Handtuch werfen. Es geht gerade erst los. Nein, er kämpft noch. Ja, aber er tut nichts mehr aktiv. Er läuft nur noch, wenn er sieht, es brennt. Brennen tut's mittlerweile überall. Okay, was für ein Luschi. Da steht echt noch die Waffenschmiede. Ich werd wahnsinnig. Oh, den habe ich vergessen. Oh, den habe ich auch vergessen. Ich schick mal die Reiter nach da hinten. Wir schauen mal, was sich dort rumtreibt. Ja, jetzt hat er aufgegeben. Einfach so. Ohne Grund. Es war doch nicht einmal... Ich war noch nicht einmal... Sein Zentrum steht noch. Bitte. Ist doch kein Grund, da jetzt schon das Handtuch zu werfen. Nur weil es ein bisschen eng wird gerade. Und die Briten einfach... Meter für Meter sich näher reinkämpfen und den gesamten Norden einnehmen. Herrlich. Man muss erkennen, wenn es keinen Sinn mehr hat zu kämpfen. Vielleicht. Ich kämpfe trotzdem weiter, wenn es okay ist.
Wir haben uns das verdient, dass wir uns da jetzt gemütlich durchballern dürfen. Also Zermürbungstaktik dauert normalerweise länger. Keine Ahnung, warum wir so ein Weichei erwischt haben. So, das sind jetzt 41. Wurscht. 1, 2, 3, 4. 5. Die 5 ist das. Seid ihr jetzt die 5? 6, 7. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Noch mehr zermürben. Das haben wir schon so zerschossen, ohne Tribok. Geht auch. Gar kein Problem. Da, die machen nichts mehr. Die haben mit dem Leben schon abgeschlossen. Die warten nur mehr drauf, dass sie jetzt unseren Massen an Schützen zum Opfer fallen. Ich sehe auch keine Burgen mehr. Es könnte sein, dass wir die jetzt schon alle geplättet haben. Wie geht's dem Gelben, Herr Drachma? Ich halte meinen Schuss. Okay, wenn du... Alles gut. ...nochmal Unterstützung brauchst, ne? Nein, alles gut. Ah ja, du hast ihm echt die Häfen zersäbelt. Sehr schön. Also stehen da jetzt zwei noch... Was habe ich denn da wieder vergeigt? Ja, taktisch sind wir ein bisschen eingeschlafen über die letzten Jahre. Ja. Ja, jetzt gerade versucht er durchzubrechen bei mir, aber irgendwie... Na, ich glaube, das wird nichts. Na, mit die Burgen da. By the way, Burgen. Wir können inzwischen getrost unsere Verteidigungstruppe, die noch da ist... Wie schaut's eigentlich? Brauche ich noch die Schiffe da unten? Nö, danke. Die waren super. Dann ziehe ich die nämlich zu mir, weil ich brauche die gerade. Ja, verstehe ich vollkommen. Irgendwo bilde ich noch aus, dass jemand Bevölkerungslimit. Ich habe aber keine Ahnung wo. Ist das leicht ein Reiter? Nö, ist kein Reiter. Oder? Haben wir da einen Reiter ausgebildet? Keine Ahnung, irgendwo fehlt's. Ich finde den spontan nicht. Naja, ist ja wurscht. So. So, dann bauen wir jetzt mal die Truppen, die ich brauche. Hat er noch Schiffe? Der Gelbe? Ja. Ja, ja. Alles okay. Gut. 27. Plus 4. Wer seid ihr? Ihr seid die 2. Ist die 2 jetzt größer? Gleich nicht mehr. Okay, okay. Drachma kontrolliert nämlich bald das Meer. Also den Fluss. Ja, finde ich geil. Weil das habe ich mir gespart mit sehr teuren Schützenleben. Aber gut, Schiffe wären noch teurer gewesen, insofern. Ja, alles gut, ich mache das schon. Weil er hat gerade versucht, vorhin durchzubrechen mit einer Flotte Richtung dir. Süß. Süß, du hast doch ein Schiff bei mir stehen, gell? Echt? Jupp. Yep. Aber wäre süß, wenn der jetzt in meine beiden neuen Burgen gefahren wäre mit den Schiffen. Ich hätte es ein bisschen gefeiert. Weil die Burgen jetzt eh schon de facto obsolet sind.
Könnt ihr nicht so weit schießen? Echt? Echt jetzt? Was? Wer greift mich an? Oh, Sancho weg. Na, nicht aufbauen. Stopp, 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 stopp. Okay, geht. Eine Burg. Oh. Ich hab doch eine Burg übersehen. Das hat uns spontan zwei Leute gekostet. Naja, einen habe ich noch. Das war nicht so schlau. So kann man noch Verluste machen. Obwohl der Gegner eigentlich schon platt ist. So, das sieht ganz aufgeräumt aus da. Da hinten ist noch eine Waffenschmiede. Da ist eine Schießanlage. Sonst sieht es echt schon sehr aufgeräumt aus, sehr ordentlich. Das müsste jetzt auch zusammenbrechen. Yep. Es ist so gut wie geschafft. Also produziert dein Freund jetzt noch Schiffe oder wie schaut's da aus? Nee, Schiffe glaube ich macht er nicht. Oh ja, er versucht es immer wieder, aber ich nehme in jeden Hafen nach drei weg. Okay. Dann treffen wir uns bald. Passt. Wir müssen ob dummerweise in die andere Richtung jetzt vorrücken, weil der einzige Übergang da sehr hoch liegt. Sehr weit weg von meiner Stellung da. Was seid denn ihr für eine Nummer? Ihr seid die 3. Ich habe es versucht, sie der Reihe nach aufzustellen, aber ich bin kläglich gescheitert. So, ihr seid die 4, ne? 5? Die 6 seid ihr? Okay. So, ihr seid vollständig, soweit ich sehe. Find ich gut. Ja, haben wir da eine Reliquie gefunden, oder wie schaut's aus? Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Da macht er mal Platz. Oh, da haben wir noch ein Gebäude gefunden, auch schön. Das kommt bitte schön da rein. Und ihr kümmert euch um die Schießanlage, ja? Danke. Da steht ja noch was. Mensch, es geht nicht aus da hinten. Immer Action. So, wir sind da. Nicht fein säuberlich geordnet, aber ist okay. Und er kommt. Okay, er hat uns schon entdeckt. Ich habe keine Steuerung 1 mehr. Ich habe irgendwas wieder falsch gemacht. Wir sortieren das jetzt anders. Ihr seid jetzt die 1. 2 ist okay. 3 ist da hinten. Die 4 habe ich auch gerade irgendwie überschrieben. Dann seid ihr jetzt die 4. Und der Hafen ist gefallen. Ey, Drachma, das ist Timing, das gibt's gar nicht. Das ist die 6. Ihr seid jetzt die 5. Den Monk braucht man nicht mitnehmen. Ihr seid die 7. Und ihr seid die 8. Der Drachma ist meisterhaft, wirklich. Der Drachma ist ein Meister. Ich kann jetzt den Fluss überqueren, einfach so, weil ich es kann. Einfach weil ich es kann, weil du genau jetzt die Häfen weggeräumt hast, wo ich zum
marschbereit bin. Ist das gut oder ist das gut? Hackt's bei dir auch, aber wir heilen es immer wieder. Nein, überhaupt nicht. Ist aber schade, wenn es das bei dir tut. Finde ich nicht gut. Ich bemängle das. So, ich bin bereit zu helfen. Bei mir hängt es gerade komplett. Es hängt komplett? Ja, jetzt geht's wieder. Das. Warte, ich speichere mal. Naja, vielleicht habe ich gerade. Ja, mach mal. Ich glaube, Internetprobleme vielleicht. Nein, nicht jetzt zum Finale. Wir stehen das durch, gemeinsam, als Team. Ja, ich habe gerade 3 Burgen weggeräumt. Ja, da darf schon mal ruckeln, ne? Ja, ein bisschen Widerstand schickt, oder? Aber nichts Tragisches. Alles im Griff, easy. Erstes Gebäude habe ich gerade zerstört. Du kannst mit deinen Schiffen weiter vorrücken. Und Dorfzentrum ist down. Ich sehe eine Burg. Die Burg wird jetzt angegriffen. Burg ist weg. Da hinten stehen noch 2 Burgen. Kann ich übernehmen. Also ich wäre näher dran. Okay, dann übernehm du. Ich geb dir Stütze. Danke. Ja, viel wert wird da eh nicht mehr. Ja. Zumindest im Moment. Ja, er hat vorher bei mir noch einiges gehabt, aber das habe ich mit meiner Pizziana weggeräumt. Mhm. Ja, dafür sind sie ja da, zum Wegräumen im großen Stil. Der hat so 20 Kanonenschützen gehabt. Ach scheiße, da steht was im Weg. Kacke. Da ist noch eine dritte Burg dahinter. Burg 1 ist weg, Burg 2 wird beschossen. Ich finde es wundervoll, wie du die Häfen im Griff hast. Burg 2 ist weg. Dorfzentrum mache ich gerade. Passt, dann gibt er wahrscheinlich hier gleich auf. 43.000 Punkte hat er. Weil er verliert gerade. Mhm. So, wir gehen all in. Da steht ein Mönch alleine rum. Ah, schön. Er versucht in jede Richtung zu flüchten. Aber da blockieren wir jetzt einfach. Ja,
So, die Burg ist auch da. Da hinten ist noch ein Waffenschmiede. Wo zur Hölle sind meine Reiter, wenn ich sie brauche? Komm schon. Warum steht denn da noch ein Gebäude? Oh, wir könnten noch was entwickeln. Das hier. Da hat der Kanonenschützen gerade noch ein bisschen Druck. Wo? Da vor mir. Bei der Kirche. Ah, den meinst. Den Orgler. Warte, den baller ich weg. So, letztes Aufbäumen mit Monks und Orgeln. Ja, weil ich habe gerade das Dorfzentrum da weggeballert. Kein Problem, jetzt sind die Kreise einfach wieder enger. Da haben wir ihr aufgeräumt. Oh fuck, Burg! Er hat eine neue Burg gebaut, hinter uns. Okay, das muss man ihm lassen, die ist taktisch klug. Die ist genau in meinem Rücken. Und ich muss jetzt umdrehen. Die ist da. Und dahinter fällt ein Holz. Und ich kann die Holzfäller nicht killen. Da sind noch voll viel Gesocks von Grün. Ah, die Burg ist jetzt under attack. Und natürlich habe ich jetzt... Das Schlachtfeld hat sich gerade erweitert und ich habe nicht mehr alles im Blick, leider. Da hinten ist noch eine Burg. Zwei. Also eins muss man ihm lassen, der ist wesentlich zäher als sein Kollege. Na gut, der ist auch der bessere von Punkten her. Die Box sind schon... Sehr gut. Ich blockiere immer da oben den Weg. Okay, die haben eh zu tun. Hier darf nachgerückt werden. Hey, da steht noch was Grünes rum, schau mal. Witzig, oder? Ha, die Holzfäller. Haha. Ja, das tut jetzt weh, ne? Jupp. Das sah schmerzhaft aus. Ich glaube, sein letztes Aufbäumen. Ja, wahrscheinlich. Wir dürfen nur nichts... Ah ja. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen nichts mehr übersehen, so wie eine Burg oder so. Wir haben es gemacht. Er ist zermalmt. Geil. Boah, war ein nice Drachma. War ein bisschen anstrengend. Ja, du bist da um einiges besser als ich hier so. Ja, du britische Zermürbungstaktik, die ist unschlagbar. Wenn man sich's leisten kann, ist die unschlagbar. Aber du hast am Anfang echt wacker gekämpft. Das ist nicht schlecht. So, Karte verlassen. Herausforderung abgeschlossen. Ja, Mann. Ausbildung Soundeffekt wird ersetzt. Interessiert mich jetzt. Okay. Wirtschaft, ja, eh klar. Technologie, okay, dabei bin ich sogar zweitstärkster. Die NPCs sind anscheinend immer noch technologiefaul. Was ist denn das? Militär hat ja 33.000 Punkte. Ach, das hast du gemeint mit Wildschwein. Schön. Schön. Ja, so Militär muss ich sagen. Was? Alter. Der Gelbe hat mehr getötet. Ja. Der hat dreimal so viele Leute getötet wie ich. Und hat aber selber auch 1500 verloren. Alter, die Zahlen sind schier. Ja, ich hab 600. Ich hab 600 gefallene Einheiten. Ja. Na gut, du hast halt auch Kanonenfutter nach vorn geschickt. Ja. Gut, habe ich die meiste Nahrung gesammelt, du das meiste Holz, das meiste Gold habe ich gesammelt. Mhm. Ja, Gold war bei mir jetzt einfach aus am Ende. Wirtschaft, lass mal schauen.
Nahrung warst du echt krass. Aber ich hab's nicht braucht, die Nahrung, also. Ja, ich schon. Holz habe ich dafür braucht. Ja, und da bin ich auch. Man sieht. Stein. Warte mal. Siehst du das, wie viel Steine der Afonso gesammelt hat? Ja, und wie viel Gold? Naja, schau mal mein Gold an. Dein Gold ist auch krass, ja. Aber was, warte mal, deins ist aus Handelsgewinn teilweise. Mhm. 60.000 Gold, warte mal, wo hast du so viel Gold her? Ich hatte so viel Gold bei mir. Echt? Ja. War das so unfair verteilt? Ja, ich sehe ja gerade, ich habe ja sogar mehr Handelsgewinn. Wird da auch gesammelt, aber wenn ich Gold zukaufe, wird das auch gerechnet? Wenn du Nahrung verkaufst? Ja. Das kann sein, ja. Das habe ich ja, nicht dann, so oft ja, gemacht. Ja, das habe ich extrem oft gemacht. Ah, okay. Aber ich finde es krass, wie viele Steine der eine hat im Vergleich zu allen anderen. Ob der so viele gekauft hat? Aber getötete Einheiten habe ich sogar die zweitmeisten getötet. Ja, weil du angegriffen wurdest, teilweise von beiden. Ja. Da gehen die Getöteten in die Höhe. Da sieht man, dass es bei mir am Anfang ruhig war. Bei meiner Getöteten sind jetzt erst am Ende gewachsen, so wirklich. Aber gut, gefallene Einheiten habe ich auch einiges. Ja. Das du am wenigsten. Ja, bin halt ein Igel, ne? Du Igel, du. 9 Bekehrungen. Was mich fast wundert, die haben gar nicht so große Heere gebaut, unsere beiden Gegner. Was war das größte Heer? Das war bei dir 224, meinst du 208? Genau. Die haben viel mehr Bevölkerung vielleicht gehabt. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. 4 Minuten Feudalzeit, 13 Minuten Ritterzeit. Ich bin echt aus der Übung. Boah, voll schlecht. Und vor allem geschlagen werden vom NPC ist echt traurig. Eieieiei. Das müssen wir auf 3 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten reduzieren. Dann wäre es gut. Sage ich jedes Mal und dann spiele ich es nicht mehr. Gesellschaft, Burgen, 8 Stück. Ich wollte eigentlich nur eine zweite Partie spielen, aber ich fürchte, ehrlich gesagt, wird es mir dann doch zu spät, wenn die so lang geht. Ja, dann lass mal so. Ich glaube, das machen wir einfach so mal. Die dritte Reliquie hat mir da einen Punkt beschert, wie schön. 13 Burgen hast du gebaut und der gelbe 17. Blutige Hölle. Das ist. Ich bin auch ein Burgenbauer, aber im Vergleich zu euch bin ich bescheiden. Aber gut, ich hatte sehr wenig Steine. Und Bevölkerung. Hab ich so viel wie die NPCs und du irgendwie. Viel. Steine. Ich habe ja nur 4000 Steine, weil ich schon beim Grünen mitgenascht habe, wo man bei dem auch sieht, dass bei ihm ein bisschen was fehlt. Ich habe 108 Bevölkerung gehabt, ja. Das ist schon krass, ja. Burgen habe ich die zweitmeisten gehabt, oder? Ja. Ach gut, du hast auch ein paar verloren. Das stimmt, ja. Eine. Oder zwei, nein, zwei. Okay. Schlacht ist bei dir aber nur eine eingetragen. Und das ist so schön, da sieht man es richtig. Bei mir ging der Militärstaat erst los und da hat der Drachma schon Verluste eingefahren. Weil es bei mir erst gewachsen ist. Aber vom Zeitalterfortschritt waren wir eh alle recht gleich. Ja, ich bin das immer kurz nachgekommen. Ja, die Zeitleiste ist eigentlich sehr schön. Ja, wir beide sind zuerst in die Feudalzeit. Und sind sie beide nach? Ja, die bilden erst mehr Dorfbewohner aus. Stimmt, die Ritter haben wir ungefähr alle gleich, ja. Ja, mir hat's auch gewundert, die waren schneller in der Imperialzeit als die klassische KI, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, gut. Nicht übel. Leute, ich muss mir neue Kopfhörer bestellen. Das ist schrecklich. Es ist das schrecklich. Zurück zum Hauptmenü.
Ah, auch klassisch das Hauptmenü, weil Acher Geburtstag hat, ne? 1997 ist jetzt. Wie viele Jahre her? Was haben wir für ein Jahr? 24. Geburtstag ist es, oder? Kann ich zählen? Ich glaube, 24 sind wir geworden. Und welche Erforderungen, neue Herausforderungen feiern Sie die Zeit? Kamelreiter ausbilden. Aha, 5 feindliche Dorfbewohner töten. Das habe ich doch sicher gemacht. Melden Sie sich bei Xbox Live an. Achso, das ist der Erfolg selber. Cheatcode. Ich kenne den Cheat nicht einmal. 10 Kamelreiter. Hä, ich habe sicher mehr als 5 Dorfbewohner getötet. Warum habe ich denn nicht? Oder ist der gerade nicht verfügbar? Ach, keine Ahnung. Alles seltsam hier. Event Manager. Battle Royale. Oh. Wollte gar nicht den Spielmodus Reichskriege. Ist echt krass, was die schon wieder alles für Updates geliefert haben. Content. Content, Content, Content. Krass. Das ist also das Schnellspiel. Kunst des Krieges sollte ich auch irgendwann einmal machen. Und eines Tages, wir haben ja mal angefangen, die Kampagnen zu Let's Playen. Ich glaube, 2 haben wir gespielt im Stream. Wir haben gespielt die klassischen europäischen. Was haben wir gespielt? Johanna von Orléans, Barbarossa. 3 haben wir gemacht mit leeren Kampagnen natürlich. Johanna von Orléans und Barbarossa haben wir gespielt. Ich hätte echt Bock auf Genghis Khan, Attila und El Cid. Genghis Khan ist natürlich da drüben irgendwo. Der startet woanders. Westeuropa. Die sind neu. Cool. Longshanks kriegt eine eigene Kampagne. Oh, geil. Was meinst du denn mit was? So aus dem Zusammenhang muss ich gestehen. Brauche ich die ganze Frage. Historische Schlachten. Saladin. Ja, stimmt. Saladin müssten wir auch. Also ich würde die klassischen zuerst. Ach, Montezuma haben wir auch gespielt. Johanna, ja, ja, Johanna, ja, ja. Berühmte Frau, ja. Haben wir aber schon, die haben wir schon durchgespielt, die Johanna. Johanna von Orléans, ja. Die ist aber auch tot. Jetzt, nachdem wir es durchgespielt haben. Also, traurige Geschichte. Aber so, ich glaube so, wenn du den französischen Nationalstolz nimmst, ich glaube, die kommt an zweiter Stelle nach Napoleon. Er ist besser so. Okay. Ich frage mal nicht nach. Gibt es da historische Konflikte zwischen euch? Ist halt eine sehr heilige Frau, ne? Muss man auch dazu sagen. Schwieriges Thema. Dracula habe ich, glaube ich, mal selber gespielt. Kann mich aber kaum erinnern. Oha, der Lumpi. Der Lumpi. Mei. Ja, da wartet noch ganz viel auf uns. Ich muss mich nur selber überwinden, dass ich das dann auch. Es gibt so viele Kampagnen inzwischen, es werden immer mehr. Ich finde es aber cool, dass es jetzt noch ein Westeuropa-Special gibt mit den Lords of the West. Und ich glaube, das nächste Ding ist ja schon wieder angekündigt. Ich glaube, die arbeiten jetzt erst einmal so. H4 weiter. Fürs Dreier hat es jetzt auch ein neues Volk gegeben, habe ich irgendwie so am Rande mitbekommen. Oder das kommt irgendwie so. Cool, die Longshanks-Kampagne will ich auf jeden Fall mal spielen. Großherzoge, das klingt nach einem Mischmasch. Burgund, Hauteville. Muss ich gestehen, mit Burgundern und Hauteville habe ich so überhaupt keine Ahnung davon. Wobei das wäre, Hauteville wäre sogar meine Zeit, das Hochmittelalter. Da spielt man Sizilianer. Cool. Ja, ich muss noch viel. Bitte, wie viele Völker gibt es denn inzwischen? Sind die krass oder was? Extrem viele, glaube ich, oder? Sizilianer? Gibt es die jetzt als eigenständiges? Sizilien ist also ein Mischmasch, ne? Sizilianer, Burgunder. Aus. Wikinger? Aus. Es gibt Wikinger? Ja, die Wikinger gibt's schon lange. Die Vietnamesen?
Äthiopier sind daher die Edition dazugekommen. Burgunder sind, glaube ich, neu. Aber passt auch zu den neuen Kampagnen. Burgunder sind definitiv neu. Burgunder. Aha. Die Khmer gab es auch schon mit den afrikanischen Kumanen, weiß ich gerade nicht. Kipchak, das klingt asiatisch, wenn du mich fragst. Die Litauer sind auch neu. Die will ich auch ausprobieren. Malayen waren, glaube ich, ist, glaube ich, Afrika. Malier auch. Portugiesen. Die Portugiesen sind neu. Wobei die stark an die Portugiesen in Age of Empires 3 erinnern, wenn ich mir das so grob anschaue. Ah ja, und die Sizilianer gibt es tatsächlich. Dem Sergeant als Infanterie. Erster Kreuzzug. Aha. Landmilitäreinheiten. Kann Donjon bauen. Keine Ahnung, was das ist. Die Tataren sind auch neu. Und die Vietnamesen. Die Tataren kommen, die Tataren. Ja, krass. Kennst du das noch? Ja. Krass, was es alles gibt, Mann. Zurücksetzen, wie komme ich da raus? Also, ich bin blind. Ah, jetzt rach mal, wie schaut's bei dir aus? Ich bin kaputt. Ja. Ja, passt. Boah. Zu spät angefangen, zu lange gespielt. Aber können wir gerne mal irgendwann eine weitere Runde anstoßen. War, ist immer schön, mal wieder zurückzuschauen in dieses gute, alte, über 20 Jahre alte, geile Spiel. Ich liebe es einfach. Na, können wir gerne machen, ja. 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 Gut, dann werden wir heute mal ausnahmsweise früh Schluss machen, nach 2,5 Stunden. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Drachma. Ich dir auch. Schlafe wohl. Du auch. Vielleicht hört man sich ja morgen oder so. Jo. Passt. Gut. Babachi. Baba. Und dem Stream auch. Gute Nacht. Schlafet gut. Gehabet euch wohl. Nachtlumpi. Tschüsschen, Jojo. Und ja, habe ich noch einen vergessen? Nö. Gut. War auf jeden Fall schön. Und anstrengend. Müssen jetzt erst einmal durchschnaufen. Uff. Vergessen wie, ja, Echtzeitstrategie, also so nicht Anno-Echtzeitstrategie. Puh, ist schon mal, ne? Braucht man schon ein Päuschen dazwischen. Ich habe nicht einmal mein Monster getrunken. Ups. Herrlich. Naja, bin mal raus. Morgen Abend gibt's, wenn ich audiotechnisch klarkomme. Und ich hoffe, dass ich das tue. Weil mir hat's alles zersetzt, als ich das Headset abgesteckt habe, das alte, das irgendwie K.O. gegangen ist. Ja, wenn ich klarkomme, gibt's morgen Abend Chill Out Anno 1800. Wie quasi fast so circa in etwa jeden Sonntag. Ja, dann bis morgen. Bye bye, gute Nacht. Tschüss.